Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, gibt es heute anlässlich des zweiten Advents einen Glühweintest und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, damit ich mich hier nicht alleine betrinke. Der Glühweinkenner schlechthin. Wir werden jetzt den ganzen Glühwein nach und nach verkosten. Von oben bis unten. Ja, und wir haben hier so Espresso-Tassen, also wir werden pro Glühwein eine halbe Espresso-Tasse trinken. Ich denke mal, es dürfte reichen. Manu. Ich würde sagen, wir legen los. Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir mit was geringerpreisigem anfangen, damit... Also vom Außen kann ich das nicht unterscheiden, das musst du sagen. Ich weiß so ganz grob, was gekostet hat. Ich habe jetzt, also der teuerste war, glaube ich, der hier oder so. Ich habe... Der weiße wieder. Also für keinen mehr als 5 Euro bezahlt. Ich hätte auch locker 5, 6 Euro oder so bezahlen können, aber ich habe eher günstigere genommen. Naja, dann fangen wir mal mit was Schäbigem an. Was ist denn schäbig? Ich glaube, das hier ist schäbig. So sieht's auch aus. Okay, dann probieren wir als erstes den hier. Der ist vom Penny jedenfalls. Ich habe leider alle Kassenzettel weggeworfen, deswegen kann ich jetzt nicht mehr sagen, was der gekostet hat. Und vor allem ist es schlecht, dass man den nicht wieder zumachen kann. Muss man leider austrinken. Oh. Kannst du bitte eingießen? Ich weiß nicht, ob ich da so talentiert bin. Kannst du schon mal einen Wischer holen? Prost. Prösterchen. Okay, wir sagen mal auf einer Skala von 1 bis 10. Da ist der erste ist natürlich schwer. Wenn man wüsste, wie eine 10 schmeckt, da. Ja? Aber ich finde ihn, um ehrlich zu sein, eigentlich ziemlich lecker so. Ja, ist jetzt nicht... Man hat sich auch was Schlechteres eingestellt, würde ich sagen, ja. Also... Zum Besaufen würde es wahrscheinlich reichen. Was macht man halt sonst mit Glühwein, ne? Was hat er ist schön süß, er ist fruchtig. Schmeckt jetzt nicht nach einem bestimmten irgendwas, so keine Ahnung, dass irgendwas hervorschmeckt oder so. Nee, also schmeckt keine Gewürze groß raus. Also sind Gewürze dran? Harmonisch, mit edlen Gewürzen harmonisch verfeinert. Das kann natürlich alles heißen. Also ich finde ihn gut, aber ich glaube, es geht auf jeden Fall besser. Ja, ich finde, es schmeckt ein bisschen künstlich, schmeckt es irgendwie. Aber wie gesagt. Ich weiß nicht. Eine 5? Das wäre genau die Mitte. Also schlecht ist es ja nicht. Ja, ich gebe eine 4 Abzüge wegen der Verpackung. Okay, gut, das stimmt. Die Verpackung ist wirklich gruselig, da kriegt man Angst, ja. Können wir mal das hier probieren? Punsch ist ja eigentlich nicht Glühwein, oder? Stehen Prozente hinten drauf, also es ist Also Glühwein. Das ist das nächste. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe. Es kann sein vom Rewe, aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Punsch mit Amaretto-Geschmack. Ah, ist der Schuss schon mit bei. Das riecht echt komisch. Wir sind hier nur am Rumpicken. Küchenrolle hättest du gleich hier lassen können. Hab ich doch. Wo sind denn? Ach, da. Oh. Küchenrolle kriegt 10 von 10. Die Flasche schon mal nicht. Prost. Oh, sehr würzig, sehr würzig im Antrunk. Der ist voll lecker. Der schmeckt nach irgendwas, was ich nicht identifizieren kann. Ja, Amaretto halt, ne? Okay, den habe ich noch nie getrunken. Aber es ist ja nur Amaretto-Aroma, also. Hm. Also ich überlege tatsächlich eine 7 zu geben. Weil ich finde dieses Amaretto oder was das ist, übelst gut. Boah, 6,5. Man kann ihn gut wegtrinken, also würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, der war vom Kaufland und eher so mittlere bis untere Preiskategorie. Okay. Also der hat jetzt nicht irgendeinen hervor... Der schmeckt wirklich so richtig klassisch. Ja, also nicht irgendwas, was hervorschmeckt oder so ein Eigengeschmack. Das ist wirklich einfach nur Rotwein mit Zucker und das war's, denke ich. Aber ich würde sagen, ein bisschen besser als der erste. Nö. Aber vielleicht auch einfach nur ein bisschen süßer als der erste. Dem würde ich eine 5 oder so geben. Ich glaube, das ist wirklich absoluter Durchschnitt, ja. Ja. Absoluter Durchschnitt. Das ist der nächste, der ist vom Kaufland und... vom Preis her, also ist halt nur ein halber Liter drin. Der ist praktisch in der, ich sag mal, in der unteren Preiskategorie, der hat genauso viel gekostet wie jetzt, eine große Flasche von einem billigen. 1,5 Liter Tetrapack. Ja, genau, so ungefähr. Also dementsprechend, aber ich dachte, der sieht ganz spannend aus. Legal im Regal. Da waren wir wieder.
in der Marketingabteilung mit einem Clown gefrühstückt. Diese Mischung riecht wie, jetzt riecht es wirklich wie orientalisches Badewasser. Mhm. Und schmeckt auch so. Orientalisches Badewasser. Also ich finde, der schmeckt jetzt nicht schlecht, aber hat nicht so viel von Glühwein, muss ich sagen. Also nichts Weihnachtliches oder so. Nee. Also weiß nicht, ob da so Gewürze dran sind. So. Okay, außer Gras ist da wahrscheinlich nicht dran. Ich stehe eh nichts drauf. 7,5. Ja. Sind halbe Schritte war lauter, habe ich schon gemacht. Also, ja, ja, von daher. Ja, also ich finde ihn auch nicht schlecht. Aber es fehlt halt so ein bisschen das Weihnachtsfeeling. Also das kannst du im Prinzip das ganze Jahr trinken. Das wenn du dich halt damit eindeckst. Und aber wenn es das geben würde, würden wir auch das ganze Jahr über Glühwein saufen. Also ja, ja. Ja, vielleicht nicht das ganze Jahr. Ja, wie gesagt, man muss sich nur eindecken, ne? Mhm. Also ich würde jetzt mal spontan behaupten, dass das mit der teuerste war. Das ist jetzt so ein heller Apfelbirne. Fand ich, klang eigentlich ziemlich gut so. Naturtrüb. Ja, genau, hat 8%. Hier sind 0,97 Liter drin. Wow. Wieso macht man sowas? Das ist nur, um die Monks zu nerven. Ja, riecht nach Apfelbirnensaft. Ja, wirklich, aber vor allem nach Saft. Puh. Also schmeckt sehr nach Birne, muss schmeckt ich sagen. Schmeckt volle Bude nach Birne. Also ich habe mir besser vorgestellt, muss ich sagen. Ich dachte, es wäre was mit Weißwein so, ne? Hm. Aber anscheinend ist es halt wirklich nur Apfelwein mit Birnensaft. Es schmeckt sehr stark nach Birne, also Birne hätten sie ruhig weniger machen können. Und jetzt so von so weihnachtlichen Gewürzen, da vorne ist eine Zimtstange abgebildet. Schmeckt mir jetzt nicht so viel. Also er ist nicht eklig oder so, aber jetzt auch nicht so besonders. Ist halt wirklich warmer Saft, ne? Mhm. Ja, auch 5,5. Ich mag keine geraden Zahlen. Ich merke schon, schrecklich. Und probieren wir jetzt noch den zweiten. Hellen, ich glaube, das war ein sehr günstiger. Ich glaube, der war vom Rewe und das war der billigste vom Rewe. Es war einfach nur ein weißer Glühwein. Steht einfach nur Glüh drauf. Ja. Also der riecht irgendwie nicht so lecker. Allerdings. Puh. Also das riecht wirklich wie warm gemachter, trockener Weißwein. Also schmeckt okay, aber jetzt nicht so gut. Wenn man die Nase zuhält, kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Also ich würde jetzt spontan sagen, so 3 Punkte oder so. Also schlimmer geht bestimmt noch. Ja. Ja, 3 Punkte. Punkte? Vergeben wir Punkte? Oder haben wir Zahlen. Okay. Zahlen. Also 3? Ja, 3. Ist aber auch das höchste der Gefühle. Hast du ausgetrunken? Leider nein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes mit dem höchstprozentigsten, falls man das steigern kann, weiter. Das ist der hier. Okay, man erkennt das wahrscheinlich echt schlecht. Sie sehen Sie nichts? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist das auch ein ganz normaler. Ich überlege, ich glaube, der ist vom Netto und war von der Preiskategorie so mittelpreisig und dürfte nach nicht besonderem schmecken, so wie er aussieht. Also schmeckt jetzt nicht schlecht. Hm. Man merkt auch, dass da wahrscheinlich mehr Weinanteil ist als Saft oder was auch immer, die da sonst da so drin klappen. Ja. Das schmeckt man aber doch, dass es ein Spätburgunder ist, oder? Ja. Tut man auch nicht. Kommt aus 64646 Heppenheim. Wo ist denn das? Das sagt mir was. Da ist was. Heppenheim, da kommt ja. Sebastian Vettel her. Okay. Oder? Da ist aber was. Das verwechsel ich jetzt nicht, aber... Was auch immer da ist, ich blende es jetzt ein, weil das sagt mir total was. Bild von Sebastian Vettel. Ich glaube, der gefällt mir sogar besser, ja, weil der ist schön süffig-würzig. Okay. Jetzt kommen sie. Hm? Weißt du nicht? Ach so. Die Russen. Eckhart! Die Russen sind da. Eckhart! Die Russen sind da. 6 Punkte? Ne, sind immer noch keine Punkte. Ich gehe drüber. 7. Echt? Also so gut fand ich jetzt auch nicht. Da fand ich den
mit dem Amaretto, da habe ich 7 gegeben. Besser. Und das ist ein Rosé-Punsch. Wo der herkommt, keine Ahnung. Ich werde jetzt mal spontan. Überall sagen. Steht drauf, enthält Sulfite. Ja, das stimmt. Also, wenn wir unseren Schwefelhaushalt mal wieder auf Vordermann bringen, ja. zum Beispiel mit einem Sahnehäubchen. Nein. Hast du gerade voll gemacht. Ich war so fasziniert von der Farbe. Mach bei mir auch voll, dann mache ich 40 Sekunden. Aber ich stelle mir das auch echt eklig vor mit Sahne. Wow, das flockt doch dann da übel rum und so. Hier ist nicht mehr ein Bild, wo das abgebildet ist mit Sahne. Also, die hinliegen, also das, ich würde sagen, es ist Schnee und nicht Sahne. Aber ja, Schnee verdünnt das Zeug ja bloß nicht. Wie hält man eine Tasse? Aber schmeckt sehr durchschnittlich, muss ich sagen. Aber so wie es schmeckt, ist Punsch gleich Glühwein. Also. Ja, das ist bestimmt wieder so eine regionale Sache. Die einen sagen Brötchen, die andere sagen Wecken. Und wo kommt das her? Nürnberg. Die Südländer wieder. Aber ich würde trotzdem 6 Punkte geben, weil er gut schmeckt. Ja, ist ein guter Standard, ja. Und schön aussieht. Ja, für die Optik gibt es einen Punkt oben drauf. Die Frage ist, wie es mit Sahnehäubchen schmecken würde. Was wir jetzt nicht ausprobieren können und auch nicht ausprobieren wollen. Das ist wieder so ein Standardding. War das jetzt gerade auch, aber das wussten wir ja nicht. Der hat nach 5%, wo der herkommt, kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Und hier steht mit Orangen- und Zitronenauszügen, aber das haben die wahrscheinlich alle. Ach nee, schön ist ein Verschluss. Ich habe noch nicht mal angefangen und es geht schon was daneben. Aber so eine Flasche hatten wir doch gerade auch. Das war exakt dieselbe Flasche, oder? Nur in braun. Die ist braun. Nur in weiß, so rum. Solange genug Küchenrolle da ist, können wir das auch den ganzen Abend machen, ja. Ja, es ist Glühwein. Riecht standardmäßig. Schmeckt halt nach Glühwein. Also der ist okay, aber jetzt nicht besonders und kommt aus Suhl. Ja, also guter 10 von 10. Na, keine Ahnung, ich würde jetzt auch so 5 oder 6 geben, weil also eigentlich 5 eher so Durchschnitt. Ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche süßen Sachen. Dann wollen wir erstmal ein schönes Schnitzel essen, oder? Ich habe Pommes, Backofen-Pommes. Hier, das ist mit Kirsch. Geschmack davon erhoffe ich mir sehr viel, wobei Kirsche auch immer sehr künstlich schmecken kann. Der ist aus dem Netto, mittleres Preissegment, mit dem Saft dunkler Kirschen. Gibt es helle Kirschen? Na, es gibt auch so Sauerkirschen und so andere Kirschen. Süß und sauer, ja. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob die sich farblich unterscheiden. Doch, ich glaube schon, aber ich weiß nicht, welche sind. Aber ich bin kein Kirschenexperte, sondern Glühweinexperte. Okay. Oh ja. Oh ja. Was? Der schmeckt geil. Ja, aber der schmeckt nicht nach Kirsche. Oh, volle Bude nach Kirsche. Nein. Also nicht so übertrieben, wie der nach anderen nach Birne geschmeckt hat. Ja, das stimmt. Aber. Ich finde, der schmeckt einfach nur nach Glühwein. Also der kriegt eine 8 von mir, aber volle. Also ich gebe eine 7, weil ich die Kirsche nicht schmecke, die draufsteht. Aber ja. Er ist wirklich nicht schlecht. Nur weil er deinen Ansprüchen nicht genügt. Aber die Verpackung ist schön, also von daher. Das hier ist der günstigste vom Penny. Den haben wir gestern Abend schon 1A. probiert, und der war gestern Abend sehr lecker. Also wir haben nicht den, aber, also nicht genau den, sondern doch genau den, aber aus einer nicht die Pulle. Genau. Bei uns hält eine Flasche nicht über Nacht, also keine Sorge. Genau. Jedenfalls haben wir den gestern schon probiert und ich fand den gestern sehr lecker. Also ich finde unfähig oder so. Sind angekommen, aber der nicht. Ja. Hey, da kannst du nichts gegen sagen. Also. Der ist lecker. 1,5 Liter und wahrscheinlich fairer Preis. Ich würde jetzt sagen 1,94 Euro. Oder sowas. Ich würde jetzt 6 Punkte geben. Er schmeckt nicht außergewöhnlich und hier sind solche. Was sind das? Anissterne. Und Zimt? Zimtsterne. Zitrone. Ja, okay. Ja, das sind ja die Standard-Weihnachtsgewürze. Zitrone, Anis, Zimt. Also danach schmeckt es mehr oder weniger. Ich kann das nicht so ganz. Ich finde, es schmeckt ein bisschen mehr orangig als
manch andere Sachen, wo sie es draufgeschrieben haben. Das stimmt. Dann probieren wir jetzt, ja, als vorletztes, den heißen Rumtopf. Ich habe den halt mitgenommen, weil der halt da in der Ecke stand beim Glühwein. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt vergleichbar ist. Es hat 9%. Ich habe mal hinten drauf geguckt, das ist schon Glühwein. Hier steht, tiefrote Fruchtwein veredelt mit kräftigem Rumaroma. Ja, warum ein Amaretto als Schuss drin hat. Oder? Aber es ist halt jedes Mal immer nur Aroma, ne? Amaretto, Aroma, Rumaroma. Ja, es hat 9%. Es ist vom Netto, hat, ich würde jetzt sogar wirklich sagen, 1,94 gekostet. Weil das war der allererste, den ich überhaupt mitgenommen habe. Also, ich kann nicht jetzt Bilder einblenden. Ich war früh um 8 oder so. Im Was Netto, man so macht halt, ne? Dann im Penny, dann im Kaufland und dann im Rewe. Das klingt lecker, vor allem sind hier so Erdbeeren und so abgebildet. Also wenn das nach Erdbeeren jetzt schmeckt, dann also, haben leider keinen Beben. Hier sind Erdbeeren, Brombeeren, Kirschen, dann dieses Sternendings da. Anis. Und ein Pfirsich. Und Pfirsich. Rote Johannisbeeren abgebildet. Also wenn ich das jetzt alles einzeln rausschmecke, dann kriegt er 10 von 10. Ich hab den überdreht. Den kannst du leider nicht mitnehmen, egal. Dann hoffentlich schmeckt der Scheiß. Pfirsich, ey, wenn das jetzt nach Pfirsich schmeckt. Das riecht übelst gut. Das riecht sehr künstlich, aber. Ey, das riecht wie in einem Teeladen. Also, ich war zwar schon lange nicht mehr in einem Teeladen, aber wenn ich in einen gehen würde, würde er so riechen. Oh, ist das lecker. Alter Schwede. Und du kannst ihn nicht mitnehmen. Boah, der ist echt richtig gut, aber es ist halt vielleicht auch kein Glühwein, ne? Weil es ein Rumtopf ist. Aber es schmeckt ja wirklich noch so richtig auf Früchte, Tee, Geruch. Ist ja nicht zum Spaß hier. Doch. Mm. Stimmt. Kauft euch einen roten Wein, hängt einen Teebeutel mit Früchtetee drin und schüttet eine halbe Flasche, nein, nicht eine halbe Flasche. 2 Shots of Vodka. Aber je nachdem, je nach Menge, rum ran. Also, schmeckt vielleicht. Von dem ich mir eigentlich am meisten erhofft habe, aber das geht jetzt gerade nicht mehr. Also ich würde dem hier, dem vorherigen, auch 10 Punkte geben. Aber das hier ist ein Blaubeerglühwein und der war auch mit einer der teuersten. Ist auch aus der Region. Ja, und ich hoffe, dass er wirklich jetzt nach Heidelbeer, wie die hier sagen, oder Blaubeer, wie wahrscheinlich die Westen sagen, schmeckt. Das blaue Finale. Also er schmeckt gut, er schmeckt nach Blaubeere, aber der davor war besser. 100%, ja. Also ich würde jetzt so direkt sagen, dass das hier auf jeden Fall mit als einziger von 10 von 10 der beste ist. Von Stiftung Glühweintest, Testsieger. Aber es ist halt kein Glühwein, es ist ein heißer Rumtopf dementsprechend. Aber also der ist auf jeden Fall sehr lecker, schmeckt auch wirklich wie erwartet nach Blaubeer. Das blaue Wunder. Das blaue Wunder, ja. Ich würde jetzt 8 so geben, ungefähr. Ja, also das ist schon mit der zweitbeste, würde ich sagen, ja. Ja. Dann ach, lass als die 9. Damit wir alle Zahlen mal durch haben, außer 1 und 2. Das stimmt, aber es aber ist wir haben ja auch gut. Keine Scheiße gesoffen hier. Es ist ja auch gut, aber ich habe halt, also wirklich, ich muss ehrlich sagen, in jedem Laden das billigste und dann noch irgendwas anderes mitgenommen. Und deswegen ist es ja ganz gut, dass wir beim billigsten keine 1 und 2 dabei hatten oder eine 0 oder so. Hm. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das letzte verlinke ich unten drunter. Und ja, das war jetzt mal, also sowas in der Art habe ich glaube ich noch nie gedreht. Das ist jetzt auch nichts Alltägliches. Aber, ja, im Sommer können wir ja mal hier einen Sangria-Vergleich machen. Wenn du dabei bist, sehr gerne. Ja, dann schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt, sagt man das so, wenn euch das Video gefallen hat. Genau, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.